Trüffel mit Preiselberon und Makronen. Zutaten für 6 Personen, Proportion, 483 Kilokalorien. 41 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. 2 Blatt Gelatine, 5 Eigelbe, 100 Gramm Zucker, 300 Milliliter Milch, Mark von einem Vanille unbekanntes Zeichen Schote, 500 Milliliter Sahne, 4 Zentiliter Creme Chantilly, 4 EL Läuterzucker, 2 EL Cognac, 125 Gramm Makronen, 200 Gramm Preiselbeeren im Glas, 80 Gramm Löffelbiskuits, Minze zum Garnieren, Puderzucker zum Bestäuben. 1 Gelatine einweichen. Eigelbe mit 80 Gramm Zuckercreme rühren. Milch mit Vanillemark aufkochen und errühren zufügen. 2 Creme leicht erhitzen, bis sie auf dem Löffel liegen bleibt. Ausgedrückte Gelatine zugeben. Durch ein Sieb in einer Schüssel auf Eiswasser passieren, kalt rühren. 250 ml geschlagene Sahne und errühren. 3 Sherry, lauter Zucker und Cognac vermischen. Makronen mit einem Drittel der Mischung beträufeln, 10 Minuten ziehen lassen. Hälfte der getränkten Makronen in einer Schüssel mit der Creme bestreichen. Eine Lage Löffelbiskuits darauf legen, mit einem weiteren Drittel der Sherry-Mischung betränken. 4 Preiselbeeren auf die Creme geben, restliche Creme darauf verteilen. Restliche Makronen die, gerne drücken, mit Biskuits beta unterstrich kin. Mit restlicher Flüssigkeit tranken. 5250 ml Sahne mit 20 Gramm Zucker steif schlagen, auf die Löffel Biskuits tupfen. Mit Minze und Puderzucker garnieren. Bayerische Creme. Zutaten für 4 Personen, Proportionieri. 21 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett. Je Punkt ein Schrägstrich, Milch und Sahne, 2 Eigelbe, 60 Gramm Zucker. 3 Blatt Gelatine, 2 Zentiliter Sauerkirschsaft, 2 Zentiliter Kirschlikör oder Sauerkirschnektar. Eine Milch erhitzen. Eigelbe mit Zuckercremig, nicht schau unbekanntes Zeichen Mik, rühren. Heiße Milch nach und nach zufügen, Creme unterrühren vorsichtig erhitzen, bis sie leicht angedickt auf den Kochlöffel liegen bleibt. Wichtig, nicht kochen. 2 Creme durch ein feines Sieb passieren. Eingeweichte und ausgedrückte Gelatine unterrühren. Kirschsaft und Likör zufügen. Creme durch ein Sieb in eine Schüssel auf Eiswasser passieren und kalt rühren. 3 Sobald die Creme ausgekühlt und leicht dickflüssig ist, die geschlagene Sahne mit dem Schneebesen. Minus eines unterziehen. Champagner Sorbet. Zutaten für 4 Personen, Proportion 164 Kilokalorien. 29 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett. 1 unbehandelte Zitrone, 100 Gramm Zucker. 250 ml Champagner, 1 frisches Eiweiß, Zitronenmehlisse zum Garnieren. 1 Zitrone heiß waschen. Schale dünn abschälen, in feine Streifen schneiden. Saft auspressen. 2 Zucker mit 100 ml Wasser, Zitronensaft und Schale etwa 5 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen, durch ein Sieb in eine Schüssel gießen und auskühlen lassen. Zitronenstreifen beiseite stellen. 3 Champagner in die Zuckerlösung rühren. Steif geschlagenes Eiweiß unterheben. In der ISM-Maschine ca. 20 Minuten cremig frieren. Oder in einer Metallschale gefrieren lassen und regelmäßig umrühren. In gekühlte Gläser füllen und garnieren. Schinkensalat mit Orangen. Zutaten für 4 Personen, Proportion, 378 Kilokalorien. 18 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett. 4 Orangen, eine kleine Zwiebel, 100 Gramm Feld unbekanntes Zeichen Salat, 200 Gramm luftgetrockneter Schinken, zum Beispiel St. Daniele, 4 EL Orangensaft, 2 EL Balsamico Bianco, Y2 TL Senf, Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker,
5 ml Olivenöl. Feine Streifen von der Schale. 1/4 unbehandelte Orange. 1 cl getrockneter roter Pfeffer. 1 Orangen inklusive weißer Innenhaut schälen. Orangen in Prozent cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel in feine Ringe schneiden. Salat gründlich nutzen. Schinken in sehr dünne Scheiben schneiden. 2 für die Marinade den Orangensaft mit Balsamico, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren. Mehl und Orangenschale zufügen. 3/4 Teelöffel zuerst die Orangen unbekanntes Zeichenscheiben mit Zwiebeln arrangieren. Daneben Schinken und Feldsalat anrichten. Mit grob gehacktem rotem Pfeffer bestreuen und mit Marinade beträufeln.